Das sind Bibi und Bodo. Die beiden Roboter helfen Enrico Scholz und Milena Wichmann von TalkTools bei der Kommunikationsanbahnung mit Kindern, die aus verschiedenen Gründen logopädische Therapie benötigen. Damit die beiden Roboter möglichst eigenständig reagieren können, haben sie verschiedene Sensoren. Im Brustbereich gibt es einen Sensor, der ähnlich wie ein Herz fungiert, zum Ein- und Ausschalten. Es gibt verschiedene Sensoren im Kopfbereich. Also in den Augen sind beispielsweise Kameras integriert, um Bilder und Gesichter zu erkennen, zu unterscheiden. Dann gibt es auch Mikrofone, die im Kopfbereich sind. Hier oben sind drei Sensoren, die man berühren kann, woraufhin der Roboter dann Aktionen ausführt. Statt den Ohren gibt es Lautsprecher. Also darüber kann er sich dann auch äußern. Im Brustbereich gibt es ein Radarsystem, um für den Roboter zu erkennen, wo bin ich und ist vor mir ein Hindernis. Um mit Bibi und Bodo in Kontakt zu treten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt den Weg der nonverbalen Kommunikation. Dort hat man zum Beispiel mit Bildern oder Bildkarten oder mit einem Tablet die Möglichkeit, das dem Roboter zu zeigen. Der Roboter sieht es, unterscheidet und erkennt die Bilder und kann dann darauf reagieren. Genauso kann er auch Gesichter erkennen und unterscheiden, das ist also auch möglich. Es gibt Sensoren in den Händen der Roboter, also könnte man ihnen auch die Hand geben und sie könnten darauf reagieren und auch die Hand ergreifen, sodass auch so nonverbaler Kontakt und Kommunikation entstehen könnte. Die Roboter können auch mit Elementen aus der gebärdenunterstützten Kommunikation auf ihre Umwelt reagieren. Die gebärdenunterstützte Kommunikation ist deshalb auf den Roboter gebracht worden, weil es einfach ein etabliertes Mittel ist im Bereich von Therapien mit Kindern. Ich sehe schon wieder Sterne. Im Kontakt mit beispielsweise autistischen Kindern haben sich humanoide Roboter bisher gut bewährt. Er hat eher ein menschliches Aussehen, ist aber ein Roboter und damit für die technisch affinen Kinder ideal einsetzbar in der Therapie. Und gerade im Bereich Autismus hat man ja als Betroffener Probleme mit dem Blickkontakt mit Menschen und kann dann vielleicht eher den Kontakt mit einem Roboter fokussieren. Und das haben wir auch gemerkt, dass die Scheu dort in dem Fall nicht so groß ist. Bibi und Bodo wurden aber nicht entwickelt, um menschliches Fachpersonal in einer logopädischen Therapie zu ersetzen. Sie sollen vielmehr als ergänzendes Element eingesetzt werden, weil sie die perfekten Eisbrecher sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.